So, good morning in the morning, meine Lieben. Neuer Tag, neuer Vlog. Wir starten wieder mit Power in den neuen Vlog. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich wollte euch was fragen. Und zwar, ist es okay, wenn ich auch mal zu Hause vlogge? Also wenn ich euch mitnehme, wenn ich unterwegs bin, aber wenn der Vlog halt zu Hause startet? Oder wollt ihr das nicht sehen? Oder wollt ihr direkt, dass ich anfange zu vloggen, wenn ich unterwegs bin und dann nichts hier, dass ich hier in der Wohnung drehe? Weil irgendwie, weiß ich nicht, ob euch das interessiert. Ich finde das immer, wenn ich das selber so gucke, dann denke ich mir so, die Szenen, die du zu Hause gedreht hast, hättest du dir eigentlich auch sparen können, weil es immer dasselbe ist. Du laberst, dann zeigst du dein Outfit und dann bist du unterwegs. Und heute habe ich direkt schon, wo ich mir mein Frühstück gemacht habe, gestartet zu vloggen, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil ich habe euch schon länger nicht mehr gezeigt, wie ich mein Frühstück mache. Es ist zwar immer wieder dasselbe, aber ich dachte, ich zeige euch es trotzdem mal. Das letzte Mal, als ich euch das gezeigt habe, war, glaube ich, im Winter gewesen. Da war es arschkalt gewesen, das weiß ich noch, weil es war so dunkel draußen, dass man kaum was gesehen hat. Jetzt ist es zum Glück sehr früh hell draußen, das heißt, ich kann euch mein Frühstück zeigen. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr das gerne sehen möchtet. Genau. So. Und ansonsten, wenn ihr das Video, also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr weiterhin die Videos regelmäßig schaut, kommentiert, die Glocke aktiviert, ein Däumchen nach oben gibt, genau das. Und wenn ihr kommentiert, dann überprüft mal, ob euer Kommentar da ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kommentare auf YouTube verschwinden. Weil beim letzten Video hatte ich so wenig Kommentare und ja, irgendwie habe ich das auch gehört, dass Kommentare irgendwie verschwinden sollen, einfach so. Und ja, deswegen, falls ihr kommentiert, checkt bitte mal, ob der Kommentar auch wirklich da ist. Weil es dann schade wäre, wenn der dann, wenn YouTube den Kommentar einfach löscht, weil YouTube macht sowas sehr gerne. Er macht es kleinen YouTubern sehr, sehr schwer. Genau, und ja, Kommentare und so weiter, ihr wisst, das motiviert mich, das motiviert auch andere YouTuber. Also auch wenn ihr andere YouTuber gerne schaut, gebt immer gerne einen Daumen hoch und kommentiert auch gerne das Video bei den YouTubern, die ihr gerne schaut. Das mache ich auch zwischendurch mal, wenn ich die Zeit finde. Schreibt mal ein paar nette Worte. Da freut sich einfach jeder drüber. Also kommentiert nur, wenn ihr was Nettes zu sagen habt. Also ich kommentiere auch nur nette Sachen. Wenn mir der Vlog nicht gefällt, dann schreibe ich gar nichts dazu, ja. So, genau, das war zu diesem Thema. Wollte ich dir noch was sagen? Oh mein Gott, ich habe den Faden verloren. Ich habe den Faden. Auf jeden Fall. Heute passiert nichts Spektakuläres. Ich gehe einfach nur in den Garten. Und habe festgestellt, dass wenn ich in den Garten gehe, an demselben Tag, dass ich da nichts mehr backen kann, dann, also nichts, einfach an demselben Tag nichts mehr backe, weil mir das sonst zu stressig wird und ich das dann nicht schaffe und ich das dann nicht mehr mache, backen. So, genau. Und was wollte ich noch sagen? Weil ich muss ja schon um 14 Uhr im Garten sein, das heißt, ich muss schon um 13 Uhr aus dem Haus gehen. Und ich so, okay. Okay, ich komm morgens nicht aus dem Quark, aber okay. Und das Doofe ist, wenn du dann die Letzte da bist, dann kriegst du den billigen Platz. Und wenn du als Erste da bist, kannst du dir den besten Platz sichern. Und ich will den besten Platz. Ich will nicht auf so einem Klapperstuhl sitzen, ich will auf der Bank sitzen, weil die bequemer ist und ihr die beste Aussicht im Garten habt. So, ja. Also, ich muss jetzt warten, bis meine Gesichtscreme eingezogen ist. Dann wollte ich mich schminken und dann anziehen. Dann, wenn ich noch die Zeit habe, drehe ich ein TikTok-Video. Ich habe nämlich schon eins in petto, habe auch schon den Text gelernt. Text lernen ist absolut nicht meins. Every time I'm going out, the same things keep happening. New boy, same tricks. So Leute, ich bin fertig, aber ich muss euch sagen, mir ist schwindelig. Seitdem ich gebügelt habe, beim Bügeln war mir schwindelig, beim Schminken war mir schwindelig, jetzt ist mir schwindelig, also nicht die ganze Zeit, aber so zwischendurch, wo ich mir denke, ey, was ist denn heute los? Also mir ist nie schwindelig, wirklich nie.
Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ob ich das hinbekomme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ohne umzukippen. Drück mal die Däumchen. Ich habe auch jetzt, also ich trinke auch die ganze Zeit, aber vielleicht sollte ich was essen, aber ich weiß nicht, was ich essen soll. Also Süßkram, also ich gehe ja jetzt zum Essen, also deswegen, was soll ich dann auf die Schnelle essen? Ich habe jetzt nichts, was ich so essen könnte. Deswegen, ja, boah, ich drück mir die Daumen, dass alles klappt, aber irgendwas scheint heute nicht in Ordnung zu sein. Ja, ich zeige euch jetzt noch schnell mein Outfit of the Day, bevor es losgeht, ja. Okay, Leute, sorry, dass ich heute so unmotiviert bin, aber gerade in dem Moment geht es mir echt nicht gut. Aber ich will euch mein Outfit zeigen, aber das kennt ihr schon. Ich glaube, auf Instagram fandet ihr das nicht so gut. Verstehe ich jetzt nicht. Also, was findet ihr an diesem Outfit nicht so gut? Es ist schön farbenfroh. Wobei, stimmt, das habe ich ja gar nicht erzählt, wo wir shoppen waren. Da hat die Verkäuferin auch gesagt, dass viele Leute nur schwarz tragen und sich nicht trauen, mal was Farbiges zu tragen. Also Mut zur Farbe haben die meisten nicht. Und sie meinte so, ja, das ist schade, dass die meisten keine Farben tragen. Und ich so, ja, und beige, weil die ganzen Influencer und so tragen ja beige. Und sie meinte, nee, beige tragen die Leute auch nicht, weil beige aufträgt. Und auch, weil beige, naja, macht auch blass, weil wenn du sowieso blass bist und eine helle Hautfarbe hast, dann macht dich beige, betont das nochmal. Und es trägt auf. Das wusste ich jetzt auch nicht, weil die meisten Influencer tragen beige. Und ja, das ist ja so ein leicht beiges Auto. Deswegen verstehe ich nicht, was ihr daran jetzt nicht mögt. Also ich habe hier die Birkenstocks. Das sind jetzt nicht die weißen, das sind die beigen. Beigen. Beige Gold. Ich weiß nicht, vielleicht hole ich das T-Shirt auch raus. Boah, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt ja mal abstimmen. Ich finde es ganz cool. Ist ein bisschen farbenfroh, ne? Und denkt dran, im Sommer könnt ihr ruhig ein bisschen Farbe in euer Outfit bringen. Mut zur Farbe. Ja. So Leute, da bin ich wieder. Eine Bus- und Bahnfahrt später. Habe ich es auch geschafft. Meine Eltern sind gerade an mir vorbeigefahren. Die fahren nämlich mit dem Auto und nehmen mich nicht mit. Ja. Ich muss hier aufpassen. Hier ist der Hund. Okay, jetzt gerade nicht, weil hier ist immer so ein riesiger Hund. Oh Gott. Ja, der ist sehr. Naja, egal. Der ist auf jeden Fall riesig. Was sollte ich sagen? Die sind da vorbeigefahren. Die haben mich gefragt, um wie viel Uhr, weil irgendwie wussten die das nicht. Und ich habe ihnen auch noch die Uhrzeit gesagt. Hätte ich ihnen mal später gesagt, dann wären die nämlich später da gewesen. Und jetzt ist mein Sitzplatz weg, wenn die vor mir da sind. Ach nee, ich will nicht auf den billigen Plätzen sitzen. Wieso habe ich ihnen nicht die falsche Uhrzeit gesagt? Weil ich bin schon eigentlich recht früh. Früher als sonst, auf jeden Fall. Ich muss ja auch gucken, wie die kommen. Ne? Ja, ich habe schon so einen Hunger, Leute. Ich habe so einen Kohldampf. Ich hoffe, der Grill wurde schon angeschmissen. Und da ist schon was drauf. Und ich muss auf Klo. Was auch noch. Oh Mann, ich bin jetzt doch die Letzte. Das, was ich nicht wollte. Muss ich beim nächsten Mal noch früher losfahren. Mensch, ey, das ärgert mich jetzt voll. Ich glaube, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es gibt nichts Schlimmeres, als auf einem unbequemen Stuhl zu sitzen. Ja, und wenn ihr übergewichtig seid, dann wisst ihr, was ich meine. Zum Beispiel diese Sitze in diesen Cafés, die mit diesen silbernen, mit diesen Lehnen.
wo das nicht so richtig drückt an den Seiten und du sitzt überhaupt nicht bequem, ja? Da kann ich auch nicht sitzen, also. Und Hochstühle sowieso nicht. Also das muss immer sehr bequem sein und deswegen, ja, naja. Und eigentlich wollte ich auf der Bank sitzen, weil dann kannst du ja breit sein, wie du willst. Die Bank ist lang genug, ne? Und jetzt sitze ich auf dem Stuhl. Oh, und die Stühle sind so unbequem. Ja, leider. Beim nächsten Mal muss ich mir merken, doch noch früher da zu sein. Oder denen eine falsche Uhrzeit zu sagen. Eine halbe Stunde später. Die sind immer zu spät, Leute. Immer. Die kennen keine Pünktlichkeit. Wirklich nicht. Die kennen keine Pünktlichkeit. Ja, naja. Egal. Ich versuche euch mitzunehmen. Mal gucken, ob ihr noch was von mir hört. So, hello meine Lieben. Irgendwie vergesse ich zu vloggen, wenn ich unterwegs bin. Also ich bin nicht mehr dazu gekommen zu vloggen, als ich angekommen bin. Waren schon alle da. Es haben schon alle gegessen. Und ja, ich war so hungrig. Ich habe direkt gegessen. Aber mir ging es heute prinzipiell nicht so gut. Also ich war ein bisschen schwach. Naja, egal. Auf jeden Fall war ich da jetzt... Oh, wann war ich denn da? Oder wann bin ich losgefahren? Wann bin ich losgegangen? Ich war um 2 da gewesen. Auf jeden Fall 6,5 Stunden war ich da gewesen. Und 7 Stunden unterwegs, genau. Die Zeit ist auch eigentlich sehr schnell vergangen. Und ja, dann wurde ich jetzt noch nach Hause gefahren. Eigentlich wollte ich ganz gerne mit Bus und Bahn fahren. Weil ich fahre gerne mit Bus und Bahn. Ja, und ja, das war's. Das war ein Vlog. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Deswegen abonnieren, kommentieren, Daumen hoch und die Glocke aktivieren, damit die Kasse klingelt. Katsching. Boah, wie oft habe ich diesen Spruch nicht mehr gesagt? Beziehungsweise wie oft gab es keinen Abschluss mehr? Sehr, sehr lange. Deswegen, genau, hoffe ich, euch hat der Vlog gefallen. Lasst mir gerne Feedback da, damit ich öfter für euch einen Vlog abdrehen kann. Und falls ihr Wünsche habt, gerne in die Kommentare. Genau. Deswegen sag ich bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Don't